Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben am Fluss, dem Sora-Fluss. Und ich bin immer noch nicht ganz gesund, aber ich muss leider aufnehmen. Also was heißt leider? Ich habe ja Spaß daran, aber ich wäre gerne gesund. Das meine ich. Ich bin nämlich krank gewesen im Urlaub, müsst ihr wissen. Alles, was ich aufgenommen habe, war für umsonst. Also was ich vorproduziert habe, ich konnte den Urlaub nicht genießen. So viel sei dazu gesagt. Und jetzt sind wir... Das ist der Riss, den ich gesehen habe. Wir sollten versuchen, noch näher heranzukommen. Okay. Nee, das sollten wir de facto einfach nicht. Wir sollten einfach erstmal weitergehen. Wir werden uns jetzt erstmal was anderes holen. Wir werden jetzt erstmal wohin gehen, weil ich möchte mir gerne schon mal was vorab holen. Da muss ich aber mal gerade gucken, wo das ist. Ich meine, dass das hier ist. Irgendwo hier. Da gehen wir jetzt zuerst und das wird Hardcore werden. Das möchte ich euch nämlich gerne zuerst zeigen. Ja, Moment. Machen wir das hier und teleportieren uns dahin. Die ersten beiden Parts werden so 20 Minuten lang, weil ich Zeit rausholen muss, weil wir die Zeit aus dem Dungeon-Part noch nicht wieder rausgeknallt gekriegt haben. Deswegen wundert euch da nicht. Deswegen wird das ein bisschen kürzer. Aber gucken wir mal. Und es sollten auch keine Lags mehr auftauchen, hoffentlich. Das werden wir aber sehen. Gucken wir einfach mal. So, eine Felstoffel mal 5. Nice. Dann let's go. Oh, geh weg, Bruder. So, haben wir hier irgendwas, um da leicht raufzukommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, so nicht. Oh Gott, du Hund, Alter. Danke. Stimmt, die konnten wir noch nicht mitnehmen. So, aber wir wollen ja eh in die Richtung hier lang. Genau, aktivieren wir diesen Weg, Freund. Mal gucken, wo der uns hinführt. Dann los geht's. So, hier sind Fußspuren. Hier sind Schriftzeichen eingraviert, aber du kannst sie nicht lesen. Ha! Yes! Geil, Bruder. Oh, shit! Nein! Oh, aua! Oh, Brudi, bist du so doof oder guckst du nur so? Er ist halt so doof, ne? Hinter dir! Yes! Schwertmoblin, Level 3 gemerkt. Kampferfahrener Anführer der Moblins. Mit dem riesigen Schwert und Schild haut er jeden Gegner um. Den können wir aber leider noch nicht beschwören, weil wir nicht genug Punkte haben. Oh, Rubine müssen wir farmen, Alter. Das wird ein richtiger Genuss werden. Das verspreche ich euch. Jetzt. Los, besieg ihn, Brudi! Oh, yes! Nice!
Aber gleich wird es erst richtig anstrengend. Au! Oh, das wird ja richtig furchtbar. Töte ihn einfach. Los, ein Schlag noch, dann hast du ihn. Yes, ich danke dir, Bruder. So, jetzt brauchen wir... Danke. Eine Treppe müssen wir leider bauen. Oh, shit. Okay, da wird es nur rausgehen. Das heißt, da sind wir nicht richtig. Da haben wir nur noch ein Schwert mobbeln. Diesmal machen wir es uns, leichter. Oh Gott. Okay, das wird so nichts. So, jetzt haben wir ihn. Glaub mir, das wird gleich noch besser. Das wird gleich richtig anstrengend werden. Aber wir schaffen das in diesem Part noch. Danke. Und da haben wir noch ein Herz. Nice. Ein Monsterstein. Die könnten noch nützlich werden. Glaube ich. Nee, da geht's wieder raus. Das wollen wir nicht. Besieg ihn einfach, danke. So, wir müssen den Fußspuren folgen. So, dann lasst euch gleich mal überraschen, was passiert. So, gleich sind wir da. Und wir sind da. Und das wird jetzt richtig anstrengend werden. Wir machen immer einen Schaden. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden, um ihn zu besiegen. Ein Leune, Alter. Ein Leune, Brudi. Ich glaube, wenn der uns einmal trifft, dann sind wir tot, ne? So, das ist doch mal ein richtiger Kampf. Alter, selbst den rasiert er mit einem Schlag weg, ne? Oh, wow, 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 Brudi. Yes, besiegt. Und damit haben wir einen Leunen. Das gefährlichste Monster in Hyrule. Attackiert Gegner mit vielfältigen Schwerttechniken. Können wir leider nicht beschwören, weil wir 6 Punkte dafür brauchen. Gut. Den wollte ich euch gerne zeigen. In dem Wald hier gibt es noch mehr zu entdecken später, aber das holen wir alles erst, wenn wir kurz vor Ende sind, dann, damit wir die 100% machen können. Hier haben wir aber erstmal noch so ein Ding. So, damit haben wir den Großteil des Waldes der Vorzeit abgeschlossen. Dann Karte einmal aufrufen, hier hin. Damit haben wir den Leune und sogar den Schwertmoblin Stufe 3. Dass wir beides noch nicht nutzen können, kommt noch. So, und ich will einmal... Oh, Moment. Danke. Gut, hatten wir schon.
So, können wir in den Riss irgendwo rein? Nein, noch nicht. Oder eher, hier können wir nicht rein. Gut, dann ist das abgecheckt. So, wir müssen aber noch was anderes holen. Ganz wichtig, wir müssen nochmal nach hier oben. So, dann auf. Oh, shit. Geht das überhaupt? Komme ich von hier da überhaupt hoch? Ich meine nicht, ne? Nee, keine Chance. Ich habe nämlich nur 4 Plätze. Das ist ja ätzend. Und es gibt sonst keinen anderen Weg da mal einfach so hoch, ne? Von hier aus vielleicht? So, hoffentlich geht das. Yes. Von hier aus kommen wir da hoch. Alter, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Danke. So, hier oben haben wir schon. Sehr gut. So, weil, das wird jetzt gleich sehr interessant werden. Wir müssen nochmal zu dem Gerudo-Eichelsuchtypen. Die Eichelsuche müssen wir übrigens bei jedem in expliziter Zeit schlagen. Oh, hier. Ganz lustig. Der Pfeil hat mir das gerade gezeigt hier. Lustig. Oh, wir hätten uns hier hin teleportieren können. Geil, Alter. So, bei dem müssen wir eine gute Zeit machen. Eine richtig gute Zeit. Eichelsurai, bist du flott? Dann sei dabei. Jupp. Ja. Wir kennen ja jetzt mittlerweile, wie wir das machen müssen. Wir müssen trotzdem relativ schnell sein dafür. So, dann los. So, rüber. So, dann einmal so, so. So, und rüber. Und nochmal. Und yes. Oh, Kacke, komm. Ich muss schneller sein, glaube ich, oder? Okay, ich weiß nicht, ob das reicht oder ob ich noch schneller sein muss. Ja, habe ich. So, das ist der normale Preis, das wissen wir ja. Ich muss dann noch schneller sein als 47 Sekunden. Die Frage ist, wie schnell, weil sonst schaffen wir das im derzeitigen Zustand noch nicht. So, dann zeig mal, was du kannst. Ach so, ich kann das überspringen, Lel.
Das war schon mal schlecht. So, jetzt aber flott, 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 flott. Aua. Das war... Und genau das meine ich. Deswegen ist das Bett nicht so gut dafür geeignet. Ich könnte mich auch drehen, um mich schneller fortzubewegen. Auf die Idee hätte ich auch mal früher kommen können. So. Das ist sogar noch langsamer als eben. Und das nur, weil ich einmal zurückgedrängt wurde. Geil, das war richtig schlecht, Alter. Ja, ja. Geh mal weg, Bruder. Ja, komm, mach hinne. Weil dann brauchen wir erst ein bestimmtes Item dafür. Ein drittes Mal versuche ich es noch, dann müssen wir erst warten, bis wir dieses Item haben. So, diesmal überspringe ich das Ganze, ja. Oh Gott, geh weg, Alter. Oh Gott, der nervt mich, ne? Das sah schon viel besser aus, aber... Ich weiß nicht, ob 42 Sekunden reicht. Ich glaube, wir müssen unter 40 Sekunden sein. Gucken wir mal. Ja. Gut, dann wird das hier leider noch nichts. Weil wir brauchen dann dafür erst leider ein Accessoire, was uns zum Beispiel höher springen lässt oder sowas. Und das kriegen wir hier leider noch nicht. Oh, das ist ein Heartpiece. Nice. So, das Heartpiece können wir uns so aber noch nicht holen. Das nehmen wir aber trotzdem mit. Ja, so wird das natürlich nichts. Der braucht viel zu lange, um anzulaufen, so. Gott, seid ihr dumm, Alter. So, der Fisch kann ihn mal bitte töten, danke. Ernsthaft, bist du so dumm? Danke. Und tschüss. Das war's. So. Den Rest, da müssten wir jetzt rankommen. Nice. Ein Heartpiece. Cool. So, und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns aber wieder zurück zur Story und dann geht's da nachher weiter. Also hierhin. Sehr gut. Leute, den Part werde ich aber an dieser Stelle beenden. Kurz und knackig. Der nächste wird auch nochmal kurz. Dann haben wir die Zeit von Part 10 wieder raus. Mit den 53 Minuten, weil es ein Dungeon war. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.